Das ist Kopfgeld hier unten rechts. Die roten heißen, dass zwei Kopfgeldjäger mich jagen. Deswegen kam auch gerade zwei. Mach das Shadow. Also wenn ich Morde begehe oder klaue oder sonst was, dann füllt sich diese Anzeige. Ich kann auch bis zu 5 Kopfgeldjäger an der Backe haben. Hatte ich schon. Ich kann die auch bezahlen, dann gehen diese roten Helme weg. Aber meistens töte ich die, damit die mir nicht mehr auf den Sack gehen. Ich könnte auch die töten, die dafür verantwortlich sind, dass ich ein Kopfgeld bekomme. Das sind so eine komischen roten Symbole hier auf der Karte. Hier, das hier. Da. Das ist der Kopfgeldstifter. Der ist für ein Kopfgeld verantwortlich. Hier müsste dann irgendwo auf der Karte noch einer sein. Den ich gerade nicht sehe. Ich kann es auch bezahlen, muss ich jetzt 3009. Mache ich jetzt einfach. Dann lassen die mich in Ruhe, bis sich die Anzeige wieder füllt. Und der nächste Kopfgeldjäger wieder uns jagt. So, ich bin jetzt gespannt, was ich hier für Prüfungen machen muss. Oder Wettkämpfe, je nachdem. Hey, hier drüben, komm ja, ich bin doch schon da. Ich stehe vor dir. Willkommen bei den Spielen. Atme tief ein. Riechst du den Duft der Begeisterung? Soll das jetzt etwa die ganze Zeit so weitergehen? Bei den Göttern, ja. Nein. Dann versuche ich schnell zu gewinnen. Komm schon. Gute Einstellung. Das musst du doch fühlen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Wer wäre hier nicht beeindruckt? Das hier ist ein Ort unsterblichen Ruhms. Seid ihr gewiss, dass Hera und Zeus deine Leistungen genau beobachten werden? Oh, also kein Druck, hm? Ja, das gar kein Druck. Lass uns den Anblick genießen und sehen, was Olympia zu bieten hat. Wunderschön, nicht wahr? Es ist wirklich beeindruckend. Aber schade, dass wir die Streitwagenrennen verpassen. Oh, die hätte ich so gern gesehen. Ich nicht. Wir sollten uns alles ansehen und den Göttern danken, dass wir hier sein dürfen. An was hast du gedacht? Es gibt so viel zu sehen. Zum Beispiel der Tempel des Zeus, der Altar des Zeus und natürlich der Olympische Baum. Der freut sich gerade so. Ich treffe dich. Ich möchte den Olympischen Baum sehen. Wir fangen beim Baum an. Er ist. Wir machen jetzt Sightseeing mit Barnabas. Schöner Teppich, lila, mag ich. Meine Lieblingsfarbe. Mal gucken, ob er uns dazu irgendeine Geschichte erzählt. Zu dem Baum. Dauert jetzt gerade. Die Ladebildschirme sind immer. Keinen gewöhnlichen Baum. Das ist der gesegnete Baum, aus dem die Kotinos der Sieger geflochten werden. Ich würde Drachen in einem Kranz vorziehen. Ein Kotinos wow. ist kein gewöhnlicher Kranz. Die Olivenzweige werden von Kindern gepflückt und zum Tempel der Hera gebracht. Dort flechten die Helanodike, die Preisrichter, die Kränze. Ich schätze, Kränze lassen sich leichter nach Sparta tragen als Gold. Wenigstens siehst du ein, dass sie praktisch sind, auch wenn du ihren wahren Wert nicht erkennst. Anscheinend, ja. Wir sind in Olympia. Da muss man den Tempel des Zeus besuchen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, hier waren wir schon drin, ne? Oh. Wo ist der Eingang? Lass mich raten, auf der anderen Seite.
Was kommt im TV? Na, erst dieser eklige Clown. Was war aber Skagol? Oh nein. Achtung, oh nein. Oh nein. Ich guck mir den nicht nochmal an. Weißt du, was ich für eine Angst hatte, wo ich im Kino war? Ich hasse Clowns. Ich weiß nicht mal, warum ich mich überreden hab lassen. Mann. Wieso ich stotter schon vor Angst? Ich hasse diesen Clown. Dann geh mal nach Hause nachts, ne? Es ist von deinem Freund, dem fühlt sich überall beobachtet. Vom Clown. Freund würde ich nicht sagen. Selbst Bekannter wäre noch übertrieben. Spürst du nicht auch die Präsenz von Zeus und Hera, wenn du hier stehst? Ich hielt das für den Wind. Verspotte die Götter nicht! Ach, schön. Vergib mir. Tut mir leid. Ich will nicht, dass meine Gefühle deinen Tag überschatten. Denk nicht, dass die Götter dich quälen wollen, sondern dass ihre Hände dich zu großem geformt haben. Mich haben keine Hände geformt. Falls die Götter mich kennen, sehen sie nur schweigend zu. Ah, komm, wir verschwinden von hier. Aber du hast Glück. Mein Glaube reicht auch für uns beide. Dankeschön. Wir sollten Zeus ein Opfer bringen und um Glück bei den Spielen bitten. Glück, das ist alles Können. Wir werden so verlieren. Und ich muss aber gewinnen, ne? Irgendwie stört er dann auch an zu reden. Ich hoffe nicht. Das wäre leicht creepy. Hier war ich noch nicht. Muss man gleich auf Toilette, ne? Muss man für kleine Mädchen. Hui. Dass ich einmal eine Opfergabe an die Götter in Olympia erlebe. So etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Yeah. Und das ist noch gar nichts. Am letzten Tag werden sie 100 Stiere als Hekatombe zu Ehren Zeus schlachten. Was? So viele. Die armen Tiere. Einfach nur so geopfert. Ich krieg Hunger. Das ist nicht für Leute wie uns. Was stimmt denn mit uns nicht? Ja, was stimmt mit uns nicht? Mein Freund hier würde gern diese Opfergabe probieren. Ich habe auch Drachmen. Ein paar Drachmen kann ich schwerlich ablehnen. Ja, so geht das. Köstlich. Hab Dank, mein Freund. Bitte schön. Aber gern. Ich weiß ja, wie viel dir das bedeutet. Ja. Also dann. Wir haben hier genug Zeit verbracht. So, dass ich mal ein bisschen Fleisch gönnen, roh. Ja, wer soll das alles nur essen? Ja. Er durfte kosten, ich hab's für ihn bezahlt. Weil er sich so freut, da muss man ihm ja was gönnen. Ist irgendwie süß, wie er sich freut. Jetzt haben wir aber nicht probiert, ne? Nur er. Schade. Ich hätte jetzt auch gern gewusst, ob es schmeckt. Barnabas? Ja? Ich muss dir danken. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr abgelenkt. Nein, deine Gesellschaft hat es nur noch schöner gemacht. No. Ein Schwarm Harpien könnte meine Laune nicht trüben. Der ist voll lieb. Wir sind in Olympia. Du trittst an und ich bin sicher, du gewinnst. Der ist voll cool. Ich mag den. Das ist ein richtig cooler Wegbegleiter. So, ich nehme mal die Aufgabe hier an, dann... Wie wär's mit einem Blick in die Zukunft? Verschwende nicht mal... Ja, okay, komm. Danke. Ich wüsste gern, was die Mäuren für mich bereithalten. Sehr gut. Ja, das würdest du. Jeder möchte seine Zukunft vom großen Uso erfahren. Also, wie wird sie? Ich sehe große Dinge. Zum Beispiel? Naja, Dinge eben. Und morgen wird ein wirklich sonniger Tag. Danke, danke. Empfiehl mich weiter. Was ist bloß aus den Spielen geworden? Jeder ist hier nur auf Drachmen aus. Wow, ich wurde gerade beklaut. Meine Drachmen. Hey, haltet die Dieben. Hey, Dieben. Sie sah aus wie Phöbe.
und war ebenso geschickt. Erstmal beklaut werden. Hat die jetzt mein ganzes Geld? Wenn ja, dann bringe ich sie um. Muss kurz gucken. Was hat die mir denn geklaut? Ich habe da immer noch da oben die ganze Summe. Also, gut bist du auf jeden Fall nicht als Taschendieb, weil ich habe noch meine ganze Kohle. Dich kriege ich noch, selbst wenn ich dich abschießen muss. Von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. Das muss Meyers Kette sein. Er hatte sie bei sich. Eine Straßendiebin. Genau wie Vögel. Ich sollte zurück zu Meyer. Aber ich hab... Was? Ich soll zurück und dann kommt eine Sequenz? Ja, weil du auch 3 Tonnen Geld bei dir hast, ja. Du hättest mich fast abgeschüttelt. Aber ich hab dich. Gib sie her. Was soll ich hergeben? Meine Drachmen. Gib sie zurück. Da waren noch andere Kinder, ne? Bitte, tu mir nicht weh. Die haben mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Ehrlich. Hör auf zu heulen. Ich tu dir nicht weh. Doch, Kinder muss man hauen. Nein, Spaß. Aber der Hauptmann bestimmt. Wer ist dieser Hauptmann? Hauptmann? Ja, genau. Er zwingt uns zu solchen Sachen. Uns? Mich und die anderen Straßenkinder. Wieso lässt er euch stehlen? Wegen der Drachmen, Dummerchen. Du solltest höflicher zu Erwachsenen sein. Boah, noch frech sein. Was hat Erwachsene je für mich getan? Du hast recht. Nein, Cassandra, hat sie nicht. Wir müssen ihr den Arsch versohlen, aber richtig. Boah, kann die simulieren. Klingt so, als müsste ich mit dem Hauptmann reden. Nicht reden, verprügel ihn. Er nahm mir sogar die Kette meiner Mutter ab. Ich krieg sie nur zurück, wenn boah, ich wie frech. Stehlen gehe. Sie war alles, das mir von ihr geblieben ist. Ja, aber du musst doch netter sein. Das musst du für dich selbst einstehen, weil du so frech bist. Ich hole dir deine Kette. Warum solltest du? Du erinnerst mich an jemanden. Jemand ganz Besonderen. Boah, ich will dem Kind überhaupt nicht helfen. Und anscheinend habe ich schon die Halskette. Cool. Hey, warte doch mal. Ich habe die Halskette. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben, du Dreckiges. Du dumme Göre, bleib doch mal stehen. Ja, hat sie. Sie hat eben noch geholfen. Wir haben anscheinend die Aufgabe schon gemacht. Danke, danke, danke. Was ist mit Alopex geschehen? Wer ist Alopex? Schon, der Junge, der dich abgelenkt hat, als ich deinen Geldbeutel stahl. Ich habe ihn verschont. Er versprach, dir und den anderen zu helfen. Gut, ich mochte ihn eigentlich. Er hat sein Essen mit uns geteilt und ist für uns eingestanden, als der Athener uns schlecht behandelte. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Danke, dass du uns vor dem Athener gerettet hast. Jetzt können wir unser Diebesgut für uns behalten. Ja. Dann klaut mal schön weiter. Was zur Hölle? Okay. Ach, diese Kinder, ne? Erst heulen? Also erst klaut sie, dann heult sie und dann so frech und dann... Quest-Glitch. Mhm. Anscheinend. Ich muss diese Aufgabe schon irgendwann gemacht haben. Du kennst sie? Stimmt, ja. Stimmt, du kennst sie. Du hast sowohl dich selbst als auch die Spiele entehrt. Bitte, lass mich erklären. Keine Ausflüchte. Du kennst den Preis für deine Verfehlungen. Welche Verbrechen hat diese Frau begangen? Eben das. Ihr Verbrechen ist, eine Frau zu sein. Es ist mir neu, dass das ein Verbrechen ist. Stopp, ist es ein Verbrechen, eine Frau zu sein? Okay. Könnt ihr euch da nicht selbst einsperren? Ich bin die Priesterin der Demeter. Ich wache über die Spiele. Sie ist eine verheiratete Frau und wollte zusehen. Und zwar als Mann verkleidet. Wow, voll schlimm. Ganz schlimm. Warum verkleidet sie sich denn als Mann? Weil sie als Frau nicht darf. Was? Und was ist daran ein Verbrechen? Ja. Für eine verheiratete Frau herrscht viel zu viel Versuchung. Okay. Wer bist du? Kalipatira. Ich wollte doch nur meinem Sohn zusehen.
Meine Familie hat eine stolze Geschichte bei den Spielen. Mein Vater, meine Brüder, mein Neffe und mein Sohn haben allesamt gewonnen. Habe ich nicht das Recht zuzusehen? Genug von deinen Lügen! Was ist mit der falsch? Sie hat eine solche Bestrafung nicht verdient. Das ist gar nichts. Ihre Strafe ist der Tod. Was? Sie wird vom Berg hinabgeworfen. Was? Hilf mir. Beweise, dass ich das Recht habe, zuzusehen. Du hast kein Recht. Du brachst eine heilige Tradition und dafür wirst du bestraft. Weil sie zusehen möchte, wird sie jetzt zu Tode verurteilt? Das Gesetz ist falsch. Ich beweise es. Da du dich so um ihre Verteidigung bemühst, gewähre ich dir eine Chance. Erbringe den Beweis für Kalipatiras erhabene Abstammung oder sie stirbt, um die Götter zu besänftigen. Ich sollte Kalipatiras Sohn sein. Boah, was zur... Er wird mir bestimmt helfen können, ihre Unschuld zu beweisen. Was ist das für ein Miststück? Was passiert, wenn ich sie jetzt töte? Das ist jetzt die Versuchung. Was passiert, wenn ich sie töte? Scheiße, ich will es ausprobieren. Ich gehe mal lieber. Weil ich das jetzt wirklich ausprobieren würde. Ich lasse das mal lieber. Was denkt sie, wer sie ist? Nur weil sie jetzt irgendeine Priesterin ist, denkt sie jetzt... Oh, ich bin was Besseres als du. Boah, wie ich sowas hasse. Ja, bin ein paar Leute wie Kintaro. Kintaro? Ja, oh, ich einen Namen. Der Name sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht von wo. So, jetzt muss ich Beweise liefern. Ansonsten schieße ich einfach den Pfeil in den Kopf. Kennst du Kalipatira? Ja, die habe ich gesehen. Sie treibt sich oft bei den Zelten der Athleten rum. Beschämend, wenn du verstehst, was ich meine. Da bin ich mir unsicher. Die jungen, eingeölten, ach so, Golden Boy, Körper. Ja. Mich schaudert es. Überall nur Muskeln. Ach, abscheulich ist das. Sie ist eine verheiratete Frau. Könnt ihr mal nicht den Penis da... Es ist doch nicht schlimm, sich einen YouTube Strike Nummer 1, oder? Doch, doch, natürlich. Ihr jungen Leute, ihr denkt doch immer nur an das eine. Also sie ganz bestimmt. Sie traf sich regelmäßig mit einem jungen Mann auf dieser Bank dort. Du saßt hier mit einem Mann. Vielen Dank. Aber sie sagte doch ihr Sohn. Kennst du Kalipatira? Ich kenne wow, sie, Shadow. Aber sie vergöttert ihren Sohn. Sie bringt regelmäßig Opfergaben. Opfergaben? Für ihren Ehemann. Sie ist eine fromme Frau. Er hat schon lange den Styx überquert und sie vermisst ihn sehr. Doch für jeden kommt seine Zeit. Vielen Dank. Du warst eine große Hilfe. Das Gedicht Diagoras von Rhodos mit einer Widmung von Pindar höchst selbst. Für K. Lebe stets mit Stolz, meine Kleine. Dein Vater ist der größte aller Pankration-Kämpfer. Und so wie er soll ich sein? Ich suche nach Kalipatiras Sohn. Hast du ihn gesehen? Das habe ich sehr wohl. Ich bin es. Deine Mutter sagte, du nimmst an den Spielen teil. Genau wie mein Großvater. Der große Diagoras höchst selbst. Gut zu wissen, doch ich brauche noch mehr. Die Priesterin der Demeter hat deine Mutter des Frevels beschuldigt. Geht's ihr gut? Was ist geschehen? Vorerst gar nichts. Sie schlich sich ins Stadion, um dich zu sehen, und ich muss beweisen, dass sie das Recht dazu hatte. Wenn jemand das Recht hat, dann Martha. Ihre Brüder waren Kranzträger, ebenso wie ich. Niemand hat so viel Ehrfurcht vor den Spielen wie sie.
Hab Dank. Bleib hier und ich beweise, dass sie das Recht hatte, den Spielen beizuwohnen. Ich hoffe, sie ist noch nicht tot. Was ist das? Ich habe mich immer nach dir gesehnt. Kalipatira hat einen Verehrer? Diese Priesterin hat es eilig, Kalipatiras Urteil zu vollstrecken. Ich muss sie schleunigst finden. Ich habe mich immer nach dir verzehrt, auch wenn deine Blicke nicht die Sprache meines Herzens sprechen. Deine Hingabe beflügelt mich und wie gern ich dir Trost schenken würde, auch wenn ich weiß, dass es niemals sein darf. Meine süße, süße... Ja. Anonymer Liebesbrief. Hallo Ofen, was geht ab bei dir? Dazu kann ich nicht sagen, Pia, ich habe keine Ahnung mehr. Der Anime, wie lange ich das schon nicht mehr gesehen habe, keine Ahnung. Ist nur noch schwammig irgendwie mit dem Charakter. Ich weiß nur, dass es im Ferkel immer war. Auf der einen Seite möchte es jeder mit jedem treiben und auf der anderen Seite soll eine Frau umgebracht werden, weil sie einen Mann angesehen hat. Na, es gibt halt öffentliche Ordnungen früher wie heute. Es gibt auch Strafe für öffentliche Entblößung. Ja, Strafen, aber nicht gleich, dass man einen Berg runtergekickt wird. Das ist schon übel. Ich finde ein bisschen sehr hart. Aber das war damals dann sowieso schlimmer. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Die sind ja schon da oben auf dem Berg. Ich komme hier nicht mal. Ich komme hier nicht mal rauf. Ah, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Damals wurde alles mit dem Tod gestraft. Jedes Verbrechen. Schon echt schon krass. Und wie ernst sie es halt auch mit den Göttern gesehen haben, ne? Gotteslästerer direkt tot. Oder Opferungen bringen, damit dann die Götter besänftigt werden. Das ist einfach so. Ja, weiß nicht. Haben die nicht selber gecheckt, dass da nichts wirklich passiert? Gut. Ihre Religion, ihre Götter, alles. Ihre Regeln. Boah, da, ich will die Statue ansehen, die sieht ja mega krank aus. Die sieht ja krank aus. Wir kommen heute hier zusammen, um den Willen der Götter zu vollziehen. Im Namen der Gerechtigkeit. Bitte, ihr müsst mir glauben. Warte. Hast du die Beweise gefunden, die du gesucht hast? Schreib mich nicht so an! Ja, Kalipatira ist die Tochter des Diagoras. Ich fand das Gedicht Diagoras von Rhodos mit einer Widmung Pindars an die Familie. Und das beweist ihre Geschichte? Ich sprach mit ihrem Sohn und Leuten, die sie kennen. Sie ist eine fromme Frau, die die Spiele liebt und die Götter achtet. Ihre Familie blickt auf 3 Generationen Olympiasieger zurück. Vielleicht haben wir etwas zu hart geurteilt. Ihre Familie steht für das Vermächtnis der Olympischen Spiele. Wie du sagst, es wäre falsch, diesen stolzen Familiennamen zu beflecken. Die Götter vergeben dir. Geh. Danke, danke, danke. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches getan. Ich danke dir. Niemand verdient so ein Schicksal. Ja. Ah, was für eine Zicke. Willst du mal runterfallen?
Dann können sie leider nicht runtertreten, oder? Scheiße, ich will versuchen, ob ich sie runterkicken kann. Geh da runter. Du hast das verdient, du Hexe. Nein, geh runter. Es musste sein. Tut mir leid. Ich wollte sie eigentlich runterkicken, aber ich wollte dir mal zeigen, wie es ist, bestraft zu werden. Wie viele Menschen hast du runtergetreten? Ja, schon ein paar. Habe ich nicht gezählt. Vielleicht hätte ich so eine Strichliste führen sollen. Ich komme bestimmt schon an die 100 ran. Die habe ich jetzt leider nicht runterkicken können, aber gut. Tatsächlich ist das zu heute aber auch nicht anders. Ich meine, es gab noch ganz schnell Ruhe. Ja, es stimmt schon. In manchen Ländern herrscht immer noch Todesstrafe und alles. Das hat jetzt niemand gesehen, ne, was ich mit ihr gemacht habe. Ich war halt sehr unsympathisch. Wieso stört es dich eigentlich, wenn eine Frau einen Berg runtergetreten wird? Nee, mich stört es einfach, dass sie, nur weil sie ihren Sohn zuschauen wollte, so hart bestraft wird, weil sie eine Frau ist. Das ist halt... Selbst wenn es jetzt ein Mann wäre und er dürfte nicht, weil er ein Mann ist, das wäre genauso kacke. Warum darf man seinem Kind nicht zuschauen bei diesen Spielen? Das fand ich jetzt einfach ein bisschen hart. Jetzt nicht, weil es eine Frau ist. Hätte ich jetzt auch beim Mann so reagiert. Weil sie ist stolz auf ihr Kind und... Ja. Dieser Liebesbrief halt. Der ist ein bisschen komisch gewesen.